Hey, willkommen zurück am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute in diesem Video geht es um meine drei Grundregeln für den Erfolg mit Frauen. Das sind die Basics. Wenn du diese Regeln kennst, ist Erfolg mit Frauen möglich. Wenn du diese Regeln nicht kennst oder nicht beachtest, wirst du immer wieder Probleme damit haben. Und das Video, was du gleich siehst, das stammt aus meinem Seminar, aus meinem Seminarvortrag von vor 2 Wochen. Und das ist ein Teil, ein Ausschnitt des gesamten Vortrags. Im gesamten Vortrag geht es, so heißt der Vortrag auch, vom High bis zum Sex und zur Beziehung. Das heißt, dort erfährst du alle Schritte aus meiner persönlichen Erfahrung. Also das mache ich immer wieder mit Frauen. Thema Ansprechen, Kennenlernen, Thema SMS schreiben, Thema Dates, Thema schnelle Verführung, also wie du Frauen schnell zum Sex verführen kannst, Thema Beziehung und zum Ende nochmal als Bonus, weil das wichtig ist, Thema Männlichkeit. Das heißt, dieser gesamte Vortrag ist ein kompletter Schritt-für-Schritt-Plan, der dir zeigt, wie du den Erfolg mit Frauen bekommen kannst, den auch ich habe, den Erfolg mit Frauen, den du dir jetzt vorstellst. Diesem Schritt-für-Schritt-Plan musst du einfach nur folgen. Und wie gesagt, im ersten Video geht es jetzt um die drei Grundregeln für den Erfolg mit Frauen. Wenn du alle Aufnahmen aus dem kompletten Seminar haben willst, was ungefähr über so drei, vier Stunden Videomaterial ist, kannst du im ersten Link in der Beschreibung klicken und dir mal anschauen, wie du diese Aufnahmen bekommen kannst. Klick auf den ersten Link in der Beschreibung. Ansonsten geht's jetzt ins Video und ich zeige dir die drei Grundregeln für den Erfolg mit Frauen, die jeder kennen muss, um den Erfolg mit Frauen zu haben, den er sich wünscht. Viel Spaß dabei. Erster Schritt. Das Ansprechen bzw. das Kennenlernen. Das habe ich so ein bisschen in einen Schritt zusammengepackt, ne? Weil das ja so ein bisschen Hand in Hand geht, weil das Kennenlernen beginnt ja auch bereits beim Ansprechen. So, jetzt kommen die ersten Grundregeln und das sind einfach so in meiner Welt, wie der Name schon sagt, Grundregeln. Das sind die wichtigsten Regeln in meiner Welt, was das Thema Dating anbelangt. Die erste Grundregel ist und, ach Gott, ich weiß nicht, wie oft ich habe mit Männern, ach Gott, verschwende deine Zeit nicht mit Frauen, die kein Interesse an dir haben. Das ist so eine elementare Grundregel und was ich damit meine, also ich habe mit Männern telefoniert, die waren so, ja, also ich treffe die Frau schon seit einer langen Zeit und jetzt war ich bei ihr und habe gestrichen und habe ihr beim Umzug geholfen und ich so, ja, aber was passiert denn da? Geht's voran? Und er so, ja, das wird schon irgendwann werden. Ne? Und dann erzählt er mir, er hat sie nach dem Date gefragt, aber sie hat Nein gesagt und dann ist er so, aber ich bleib jetzt dran und frag noch ein paar Mal. Und ich so, was machst du denn da? So, verschwende deine Zeit nicht mit Frauen, die kein Interesse an dir haben. Also wenn ich auf der Straße Frauen anspreche, ja, und ich merke, da kommt gar nichts zurück und ich quatsche 5 Minuten mit ihr und es kommt einfach nichts zurück. Ja, da bin ich so, einen schönen Tag dir. Ich bin ja auch nicht böse ihr, ich bin nicht so, ach du kleine Bitch, sondern ich denke mir so, toll, alles gut, nächste. So, verschwende deine Zeit nicht mit Frauen, die kein Interesse haben. Wenn du mit einer Frau schreibst und sie ist immer so, ja, da kann ich nicht und ja, und ich mache auch keinen Gegenvorschlag, das wäre nicht so cool und da kann ich nicht und du bist so, okay, kannst du dann und dann? Nee, da kann ich auch nicht und dann sagt sie dir kurzfristig ab und so weiter. Und viele Männer sind dann so, ja, sag mal, Tim, was mache ich denn da am besten? Und ich denke mir dann so, das da. So, das sind halt die Frauen, die du halt weiterschickst. So, das machen die Frauen mit uns Männern übrigens auch. Ja, die haben eine riesen Auswahl und die sind dann halt so, ja gut, dann nicht. Nächster Typ. Nächster von den 10 Typen in meinem Umfeld, die mir Aufmerksamkeit schenken. Ja, und du musst anfangen so zu denken, als hättest du eine Auswahl. Und Leute, Männer mit einer Auswahl würden das hier eben nicht machen. Ja, und das ist ganz schwierig für Männer, die am Anfang stehen, die halt nicht die riesen Auswahl haben. Aber das muss man durchziehen. Da komme ich später noch zu einer sehr interessanten Geschichte, die das nochmal ein bisschen deutlicher macht. Das sollte man von Anfang an durchziehen, dass man seine Zeit nicht mit Frauen verschwendet, die kein Interesse haben. Ja, und das merkt man einfach daran, sie nimmt nicht richtig am Gespräch teil, sie lässt sich auf keine Treffen ein, sie macht keine Gegenvorschläge bei Treffen. Das sind so ganz klassische Zeichen im Ansprechen-Kennenlernen-Prozess, wo du weißt, okay, pff, da kommt halt nichts mehr von der Frau. Und dann für deinen eigenen Selbstwert cutte das Ding. Also, tschick, schneide es ab sozusagen. Grundregel Nummer 2. Lerne, triff und date immer mehrere Frauen gleichzeitig, egal ob du viel Sex oder eine Beziehung willst und entschuldige dich nicht dafür. Habe ich auch immer wieder. So, oh Tim, ich habe da eine Frau kennengelernt und wir haben uns jetzt einmal getroffen. Ah, jetzt habe ich auch gar keinen Bock mehr, andere Frauen anzusprechen. So, und ich bin dann so, ja, kannst du machen. Na? Und dann 3 Wochen später so, oh, jetzt, aber sie trifft sich nicht mehr mit mir, was soll ich denn jetzt machen? Ich so, ich habe dir von Anfang gesagt, lerne auch andere Frauen kennen. Und das ist, wie gesagt, unabhängig davon, ob du jetzt viel Sex willst oder eine Beziehung. Wenn du viel Sex willst, ist es offensichtlich, dass du viele Frauen kennenlernen musst. Ja? Frauen kalt auf der Straße ansprechen ist auch ein bisschen so ein Numbers Game, ein Zufalls-, ein Glückszahlenspiel, okay? Wenn du mit vielen Frauen schlafen willst, musst du auch mit vielen Frauen reden.
Ja, klar gibt es sowas wie Game und deine Flirtfähigkeiten, aber trotzdem müssen es einfach viele Frauen sein, schon damit du lernst, was richtiges Flirten ist. Aber auch bei einer Beziehung. Ja, in dem Moment, wo du sagst, oh, ich habe da eine Frau getroffen, jetzt treffe ich nur noch die. Ja, in dem Moment, wo du das sagst, ich darf nicht von der Bühne fallen, in dem Moment, wo du das sagst, bist du halt sehr committed, was dein Investment angeht. Also du investierst ganz viel in die Frau. Ne? Und wenn du von früh auf, wenn du ab dem ersten Treffen viel in die Frau investierst und die Frau hat aber 10 andere Typen, die ihr auch Aufmerksamkeit schenken, dann ist da ein gewisses Ungleichgewicht. Ja, du bist dann so, wann sehen wir uns wieder? Treffen wir uns Dienstag? Aber Mittwoch. Und dann siehst du, ah ja, da kann ich nicht. Ich gebe dir nochmal Bescheid, weil da hat sie schon andere Dates mit den anderen Typen, die sie trifft. Wo sie mal genau guckt, wer denn der coolste Mann ist, den sie da trifft. Das musst du auch machen. Ja, triff viele Frauen. Und ich weiß, wie schwer das ist. So, wenn ich mal eine Frau habe, wo ich mir denke, ey, das ist cool mit der, und ich jetzt keine Beziehung will, dann bin ich so, oh, dann bin ich auch faul. Ich kenne das selbst so. Aber da muss man halt ein bisschen sich auch selbst überwinden können und sagen, okay, ich treffe jetzt einfach weitere Frauen, weil mit der Zeit Frauen kommen und gehen. Und wenn du nicht kontinuierlich dranbleibst und regelmäßig Frauen kennenlernst, ja, was jetzt nicht heißt, du musst jeden Tag auf der Straße 20 Frauen ansprechen, ja, kannst du machen. Kannst du den Don John machen, der das den ganzen Tag macht? Kannst du machen. Musst du aber nicht. Aber du solltest das trotzdem regelmäßig weitermachen. Klar, wenn du dann in einer festen Beziehung bist, machst du es gerne trotzdem weiter, nur nicht in diesem Flirt-Kontext. Ja, da kannst du mit anderen Frauen dann dein Netzwerk erweitern. Das ist eine andere Sache. Aber das ist die zweite sehr, sehr wichtige Grundregel. Und ich, wie gesagt, ich würde das niemals aufhören zu tun vor einer Beziehung, sondern erst, wenn du in einer Beziehung bist. Ja, und das können die größten Profis, die hier im Raum wahrscheinlich auch bestätigen. Ich zeige dann immer so in die Richtung, wenn ich von Profis rede. Ja, die wissen dann, dass ihr gemeint seid. Ja, ihr müsst dann auch gar nichts sagen, weil ich gebe euch ja schon den Social Proof. So. Grundregel Nummer 3. Du wirst in deinem Leben viele Frauen kennenlernen müssen, um die zu finden, die gut zu dir passen. Fang jetzt an und bleibe regelmäßig dabei. Bezieht sich so ein bisschen auf Grundregel Nummer 2. Ja, das ergänzt sich ein bisschen. Ja, ich glaube, es ist relativ selbsterklärend. Jetzt anfangen, nicht so von wegen, ich habe das manchmal und da gucke ich mir Yannick an, aber der guckt gerade nicht her. Ja, so, ich sag, ja, Yannick, ich sag, fang jetzt an. Ne? Aber manche Leute sagen mir dann, das haben wir gestern, wir haben das gestern bequatscht, so, erstmal muss man die inneren Themen auflösen. Löst man erstmal die inneren Themen wie Unsicherheit auf oder fängt man gleich an, in die Praxis zu gehen? Und da haben wir gestern drüber geredet, ich und Yannick, und sind dann, glaube ich, zu dem gemeinsamen Nenner gekommen, dass man beides machen kann gerne. Dass man gerne so die inneren Themen auflösen kann. Da kommen wir im Verlauf des Vortrags noch zu. Aber dass man auch jetzt anfangen sollte, in Handlung zu treten. War unser Konsens, ne? Ja. Genau, und regelmäßig dabei bleiben. Das ist auch so eine Sache. Hat letztens mit einem Coaching-Teilnehmer telefoniert und der war seit 2 Wochen dabei und der war so, boah, ich mache das jetzt schon 2 Wochen, aber ich sehe noch keine Ergebnisse. So, und jetzt habe ich mal eine Woche Pause gemacht. Und ich so, warum? So, dazu muss man sagen, der ist auch ein bisschen älter. Das heißt, der hat über sein Leben lang das niemals gemacht. Also, er hat über sein Leben lang immer falsche Entscheidungen getroffen, was Frauen anging. Und jetzt hatte er wohl erwartet, innerhalb von 2 Wochen der King zu sein. Ne? Klappt natürlich nicht. Deswegen regelmäßig dabei sein. Ich bin jetzt seit 5 Jahren regelmäßig dabei. Heißt gar nicht, dass ich jetzt, ich habe nicht, am Anfang habe ich jeden Tag 5 angesprochen, mindestens, außer am Wochenende und nachts war ich auch noch draußen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Das habe ich nicht seit 5 Jahren regelmäßig gemacht. Ich hatte eine offene Beziehung, mit der ich sehr zufrieden war, wo ich ein bisschen weniger gemacht habe. Es gab Zeiten, wo ich keinen Bock auf Frauen hatte, wo ich mal 1, 2 Monate wirklich keine Frauen hatte. Das ist Anfang des Jahres gewesen. Das war auch tatsächlich okay, bis ich dann gemerkt habe, jetzt will ich wieder ficken. Und es geht darum, dass du es regelmäßig machst, über einen langen Zeitraum gesehen. Es muss nicht über 5 Jahre jeden Tag passieren. Ne? Aber ich bin vor 5 Jahren angefangen und ich bin heute noch dabei. Und ich werde auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch dabei sein, bis dann vielleicht irgendwann die Ehefrau kommt oder was auch immer. Und dann wird dieses Flirten etwas mehr in den Nebenbereich rücken, sage ich mal. Schön, dass du dabei warst. Wie gesagt, erster Link in der Beschreibung, kannst du dir die kompletten Seminaraufnahmen sichern. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Hier unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Und unten rechts geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.